Hallo, liebe alle. Ich bin's, eure Wandklex. Willkommen zur Ziehung des heutigen Gewinners. Wir haben die Quartalsverlosung. Ich belohne ja jene, die schon Freude am Bildern von mir haben, indem sie vielleicht noch eins gewinnen können. Voraussetzung fürs Mitmachen war, dass ihr ein Bild postet im Gewinnspiel, mit dem ihr zeigt, wie meine Bilder so bei euch wohnen. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr eins dazu gewinnen. Meine bezaubernde Atelierhüte Hühnin Malaika steht mir bei und wird die Ziehung hoffentlich vornehmen. Das hier ist übrigens der Herr Katz, darf ich vorstellen. Auch Herr Katzenschaf genannt, Lillipüs, ein. Der ist auch scharf drauf, weil als kleinen Befeuerer habe ich hier ein bisschen Hammerschinken. Ich habe die Namen der Teilnehmer auf 18 Überraschungseier geschrieben. Wir haben ja bald Ostern, daher im Osterkorb. Und ich werde, so Malaika mitspielt, versuchen, die von ihr aufräumen zu lassen. Und das letzte Ei, das sie aufräumt, das trägt die Nummer des Gewinners. Hier ist die vorhin schon gepostete Liste mit den Teilnehmernamen, sodass ich hoffentlich rauskriege. Hoppla! Und einer übrig bleibt, der dann gewonnen hat. Malaika, bist du bereit? Machen wir erstmal Trommelwirbel, hast du eigentlich schon gemacht. Ne? Setze dich. Oh, toll, was ist das? Bitte Trommel. Super. Pass auf. Sehr gut. Da ist auch noch was. Jetzt haben wir noch zwei. Auf. Drei. Pass auf. Wieder auf. Ja, so ist es. Gewonnen hat ein Nummer 8 und es handelt sich um Nummer 8, Linda Deuthen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Linda. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein, nach der Verlosung ist vor der Verlosung. Das bedeutet, am 30.06. seid ihr alle wieder bei der nächsten Quartalsziehung dabei. Und wer diesmal nicht mitgespielt hat, hat bis dahin auch die Möglichkeit, sein Bild noch an den Gewinnspielbeitrag dran zu posten und ist vielleicht das nächste Mal auch mit dabei. Ich danke euch erstmal für die vielen schönen Bilder und fürs Mitmachen und wünsche euch wunderbare, frohe, bunte Ostern. Tschüss, eure Wandklecks. Hast du gut gemacht, Danke schön.